Wir haben ja diesen Abend zwei Referenten, wie vorher schon angekündigt. Und Herr Eckert kann auch direkt mit seinem Vortrag starten zur AfD in der Hochschulpolitik. Ja, vielen lieben Dank. Ich möchte Ihre Geduld nicht überstrapazieren. In den nächsten 30 bis 35, vielleicht 40 Minuten werde ich Ihnen darlegen, was die AfD in der Hochschulpolitik bewirken kann. Ich werde Ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten und Chancen sich in der Hochschulpolitik für die AfD ergeben und das auch anhand praktischer Beispiele belegen. Für diejenigen unter Ihnen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist David Eckert und ich bin aus Düsseldorf und studiere dort an der Rhein-Teil-Universität und habe die erste AfD-Hochschulgruppe in Nordrhein-Westfalen mit einer der ersten in Deutschland gegründet. Ich werde im folgenden Vortrag auf folgende Punkte kurz eingehen, und zwar mache ich eine Bestandsaufnahme der aktuellen Hochschulpolitik im Allgemeinen. Dann kommen wir zur Stunde Null, so habe ich das genannt, welche Initialzündung es gab, dass wir eine Hochschulgruppe in Düsseldorf gegründet haben und welche Rahmenbedingungen das verknüpft war. Dann kommen wir zur Gründung. Eine Gründung mit Folgen habe ich es genannt, denn die Folgen, das kann ich Ihnen sagen, die sind durchaus nicht zu unterschätzen. Das habe ich im nächsten Punkt zusammengefasst, Konsequenzen, alles hat seinen Preis. Ich werde Ihnen kurz erklären, wirklich kurz, was im Wahlprogramm steht von uns und Ihnen einen kleinen Rückblick geben. Wir haben jetzt im November einen sehr engagierten Wahlkampf an der Heinrich-Heine-Universität für die AfD geführt und werde dann, der war übrigens erfolgreich, der Wahlkampf, wir haben einen Sitz erworben im Studentenparlament, werde dann auf die bisherige parlamentarische Arbeit kurz zu sprechen kommen und Chancen für die AfD aufzeigen. Ich würde mit Ihnen gerne so anfangen, und zwar hätte ich eine Frage an Sie. Mich würde interessieren, was glauben Sie eigentlich, wie viele Studienanfänger es im Jahr 2016 gab? Nein, in Deutschland. Tausende. Geben Sie mal, werfen Sie mal eine Zahl in den Raum. Halbe Million. 200.000. Genau richtig. Mehr als eine halbe Million. Und da kommen wir nämlich zur aktuellen Bestandsaufnahme. Die Zahlen, wie sie das Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2000 prognostiziert hat, waren völlig daneben. Wir haben nämlich im Jahr 2000 prognostiziert für das Jahr 2016, dass wir etwa 330.000 Studienanfänger in Deutschland haben werden. Tatsächlich sind es mehr als 500.000. Das bedeutet, dass wir hier eine Abweichung in der Prognose von mehr als 50% haben, was dazu führen sollte, dass man sich fragen muss, warum studieren denn immer mehr Leute? Warum wählen immer mehr junge Leute anstatt, und das knüpft sehr schön an Ihren Vortrag eben an, warum entscheiden die sich für ein Studium? Und da muss man die Fragen beantworten, das wird jetzt nicht Teil meines Vortrags sein, könnte für einen nachfolgenden Vortrag interessant werden. Ich möchte Ihnen aber die Zahlen kurz präsentieren, damit Sie begreifen, welche Chancen für die AfD sich hier zusammenfinden. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung waren im Jahr 2016 etwa 2,5 bis 2,6 Millionen junger Leute zwischen 18 und 20, das bedeutet im studierfähigen Alter dazu in der Lage, an die Universität zu strömen. Wir sehen anhand des Diagramms, dass tatsächlich etwa 55% der Schulabsolventen den Weg an die Universität gewählt haben. Wenn Sie das vergleichen mit dem Jahr 2000, entspricht das einer gigantischen Steigerung. Im Jahr 2000 hatten wir etwa ein Drittel von den Schülern, die den Weg an die Universität gewählt haben. Heute sind wir bei etwa 55%. Die Quellen zu dem Vortrag, die finden Sie leider hier unten nicht so ganz übersichtlich, aber wenn Sie da Fragen haben, schießen Sie gerne drauf los. Ich möchte Ihnen eine kurze... Ja, bitte. Hast du die Abbrecherquoten dazu auch? Die habe ich nicht zusammengefasst. Ich möchte ja die Chancen auch zeigen. Das ist sehr interessant. Ist FH auch dabei? FH inkludiert. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam eine Prognose aufstellen. Und zwar, wenn wir uns die Zahlen für das Jahr 2016 anschauen, dann gibt es unter den Sachkundigen drei Prognosen, von denen eine am wahrscheinlichsten ist. Und zwar gibt es drei Varianten, dass sich nämlich die Studentenzahlen in den nächsten Jahren weiter signifikant erhöhen werden. Das heißt, weiter nach oben gehen werden. Und das wäre auch nichts Überraschendes. Denn wenn Sie sich die Zahlen aus den anderen OECD-Ländern anschauen, beispielsweise aus Amerika, Großbritannien, Dänemark, Norwegen, also die Bildungsländer sozusagen, dort sind 7 von 10 Schülern, die den Weg an die Universität wählen. Wir sind derzeit bei 55%, das bedeutet, da ist eigentlich noch Steigerungsbedarf, so man es denn möchte.
Bedeutet, ich halte, ich persönlich, dieses Szenario für am wahrscheinlichsten, dass die Zahlen weiter nach oben gehen. Eine andere Prognose sagt, dass die Zahlen stagnieren werden durch den demografischen Wandel und was da noch für weitere Faktoren hinzukommen. Und eine andere Prognose sagt, naja, vielleicht entscheiden sich ja jetzt immer mehr junge Leute auch für einen Ausbildungsberuf. Das halte ich für absurd, weil kein Indikator darauf hindeutet, dass mehr junge Leute einen Ausbildungsberuf wieder anstreben. Das wird eine Aufgabe der AfD sein, vielleicht hier neue Chancen auch für Schüler aufzuzeigen, wieder in einen Ausbildungsberuf hineinzugehen. Fassen wir das mal zusammen. Wenn die Entwicklung so bleibt, wie sie derzeit ist, bedeutet das, dass wir selbst mit dem demografischen Wandel eingerechnet bis zum Jahr 2035 eine Überkompensation erleben des demografischen Wandels. Das heißt, wir haben trotzdem mehr Studenten, immer mehr, die einen Studienanspruch erheben, als es aktuell der Fall ist. Der demografische Wandel, das bedeutet, bis zum Jahr 2035 wird also die Zahl der jungen Leute im studierfähigen Alter um etwa 12% zurückgehen. Das werden wir überkompensieren, wenn die Zahlen so bleiben. Hinzu kommt ein weiterer Punkt, der ist nicht zu vernachlässigen. Sie wissen, es gab die Flüchtlingskrise, die gibt es noch immer. Und die ganzen jungen, reifen Männer, die zu uns kommen, erheben auch einen Studienanspruch. Und wir gewähren ihnen diesen Studienanspruch. Unabhängig davon, und das ist besonders in Deutschland, es spielt keine Rolle, ob sie diese Dokumente bei sich haben. Die jungen Leute verlieren ja vornehmlich eines, abgesehen von ihrem Telefon, nämlich ihre Ausweispapiere und ihre Schulabschlusszeugnisse. Das führt dann nichtsdestoweniger dazu, dass wir also eine Übereinstimmung in den Ländern hatten, dass man trotzdem diesen jungen Leuten den Zugang zu den Universitäten gewähren möchte. Und man hat gesagt, naja, gut, dann bringt mal irgendwann später diese Dokumente bei oder vielleicht versucht er uns glaubhaft darzulegen, dass sie auf alle Fälle einen Studienanspruch besitzt. Bedeutet, zwischen 2016 und 2017, jetzt ist die Prognose, dass etwa 50.000 Flüchtlinge an die Universitäten in Deutschland strömen. Das heißt, wir werden Verknappungen, wir werden Engpässe erleben im Betreuungsverhältnis, aber auch an den Universitäten. Wie sich das im Numerus Clausus niederschlagen wird, kann ich bislang nicht abschätzen, aber es wird fatal werden. Das führte dazu, meine Damen und Herren, dass die Rheinische Post am 3. Januar diesen Jahres titelte: Nordrhein-Westfalen, Schlusslicht bei der Betreuung durch Professoren. Das ist auch einleuchtend, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass wir im Wintersemester 2016, 2017 allein in Nordrhein-Westfalen 765.000 Studenten haben, Tendenz steigend, bedeutet das natürlich, dass das Betreuungsverhältnis, das bedeutet, wie viele Studenten kommen auf einen Professoren, sich verschlechtern wird, dramatisch verschlechtern wird. Hatten wir im Jahr 2010 noch ein Betreuungsverhältnis von 1 zu 70, das heißt, auf einen Professor kommen 70 Studenten, liegt das Betreuungsverhältnis heute bei 1 zu 90. Das ist eine gewaltige Zahl, meine Damen und Herren, denn vergegenwärtigen Sie sich auch eines, je besser das Betreuungsverhältnis ist, desto eher neige ich zur Diskussion, desto eher kann ich auch meinen Dozent an die Hand nehmen und auch neue Forschungsstudien anstreben, neue Ideen entwickeln. Heute ist die Situation Nordrhein-Westfalen nie, und das wird eine Aufgabe der AfD sein, sicherlich auch vor allem im Bildungsbereich im Landtag, diese Zahlen zu korrigieren und das Betreuungsverhältnis deutlich zu verbessern. Nordrhein-Westfalen ist Schlusslicht in der Bildungspolitik, das wissen wir nicht erst seit gestern. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, dass selbst Länder wie Thüringen, das wird ja relativ lapidar mal abgetan, sagt man, ja gut, das ist ein ostdeutsches Bundesland. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich mal die Zahlen an. In Thüringen kommen auf einen Studenten oder auf einen Professor 47 Studenten. Vergleichen wir das mal mit den Elite-Universitäten dieser Erde. Und das sollte unser Anspruch sein, dass wir die Elite stärken und dass wir für unsere Kinder, für die Studenten eine Elite-Förderung bereithalten. Dann sehen wir, dass in Harvard beispielsweise das Betreuungsverhältnis bei 1 zu 7 liegt. Nordrhein-Westfalen 1 zu 90. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Die Ausgaben pro Student Nordrhein-Westfalen sind insgesamt am geringsten. Im Jahr haben wir beispielsweise im Land Niedersachsen Ausgaben pro Studenten von 10.000 Euro etwa. In Nordrhein-Westfalen sind wir bei etwa der Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, sind wir mal großzügig. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir ein Problem haben. Und zwar, durch den Zuzug der Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland strömen, aber auch durch die EU-Abkommen, führt es dazu, dass die Studenten hier keine Studiengebühren bezahlen. Das bezahlen Sie, meine Damen und Herren. Das ist eine kollektive Aufgabe in der Bildungspolitik. In anderen Ländern
undenkbar. Ich wollte beispielsweise in Kanada studieren. Dort kostet beispielsweise ein Semester für den einheimischen Studenten 4.500 Dollar. Für einen einwandernden Studenten, das heißt für mich, lägen die Kosten bei mehr als 20.000 Euro. In Deutschland, das ist einmalig, studiert jeder zu den Konditionen wie ein Deutscher. Das bezahlen wir, meine Damen und Herren. Und danach ziehen die jungen Leute weg und genießen eine tolle Ausbildung, genießen die tollsten Chancen in der Welt. Wir bezahlen dafür, haben aber keinen Nutzen, der da rauskommt. Fassen wir das zusammen. Warum habe ich Ihnen das erklärt? Warum habe ich Ihnen das gezeigt? Es sind immer mehr junge Menschen, die an die Universität strömen. Und das bedeutet für die AfD immer mehr Chancen, auf junge Menschen Einfluss zu nehmen. Da, wo wir die Studenten, da, wo wir die jungen Menschen das erste Mal zu fassen bekommen, das ist an der Universität, weniger an den Schulen. Da sind die Rahmenbedingungen vorgegeben durch das Bildungssystem, durch die Schule. Da besteht wenig Entfaltungsmöglichkeit fürs politische Engagement. In den Hochschulen liegt ein gigantisches Potenzial und das muss unsere Aufgabe sein, hier Fuß zu fassen und hier entsprechend zu rekrutieren. Ich habe jetzt schon die Grafik gezeigt, ich hoffe, Sie haben es noch nicht gesehen. Ich möchte Sie mal fragen, was glauben Sie eigentlich, wie im Land Baden-Württemberg bei der Landtagswahl 2016, wie viele Personen oder wie der Prozentsatz ist unter den 35-Jährigen, die AfD gewählt haben? Geben Sie mal eine Prognose. Unter 35-Jährige, was denken Sie, wie viel von den unter 35-Jährigen, das heißt von den Leuten im studierfähigen Alter, AfD wählen? 0,5%. Sehr weniger. 10%. Gibt es andere Zahlen? 15. 20. Sie liegen nämlich falsch, meine Damen und Herren, und das möchte ich Ihnen vergegenwärtigen. Das Potenzial der AfD bei der Wählergruppe unter 35 liegt bei 19%. 19% in Baden-Württemberg von den Personen unter 35 haben AfD gewählt. Die Annahme ist vollkommen ein Trugschluss, dass nämlich je älter die Leute werden, desto konservativer werden sie. Nein, im Gegenteil, gerade die jungen Menschen sind experimentierfreudig und hier liegt für die AfD eine gigantische Möglichkeit und die müssen wir ergreifen. Von der Idee zur Gründung. Und genau das war nämlich unser Anliegen. Wir haben damals, als wir uns überlegt haben, wollen wir eine Hochschulgruppe gründen, denn damit sind ja auch Sachen verbunden, damit sind Konsequenzen verbunden. Damit sind Einschnitte verbunden. Und wir haben uns damals eigentlich vor allem in Düsseldorf inspirieren lassen von einer Nachricht, von einem Posting des ASTAS, das ist der Allgemeine Studierendenausschuss der Heinrich-Heine-Universität. Die haben nämlich gepostet, auch heute marschiert, Dübi da wieder durch Düsseldorf, beteiligt euch an den Gegenkundgebungen. Und ich habe mir die Frage gestellt, die rufen dazu auf, gegen Pegida zu demonstrieren. Sie erklären nicht, warum? Sie erklären nicht, was wollen die? Sie diskutieren nicht mit den Leuten von Pegida. Und ich habe eine Anfrage gestellt, nämlich an den ASTA, wo ich gefragt habe, warum machen wir keine Diskussionsveranstaltung? Warum laden wir die Leute von Pegida nicht ein? Setzen uns auf ein Podium und diskutieren mit denen, dass sie ihre Position darlegen und wir nehmen die Argumente, die wir für besser erachten, und entkräften die. Der Aufruf und die Anfrage ist ignoriert worden. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hier muss was passieren. Wir brauchen wieder, und das ist doch der Sinn der Universität, eine lebendige Diskussions- und Debattenkultur. Das sind die Horte, das sind die Orte, wo das Denken geschult werden soll. Das sind die Orte, wo das Denken stattfinden soll. Findet nicht statt. Es ist nicht gewollt. Und das werden wir ändern, meine Damen und Herren. Die politischen Rahmenbedingungen 2014 zur Gründung sind Ihnen bekannt. Wir hatten die Flüchtlingskrise. Wir hatten gewaltige Demonstrationen von rechts, ich nenne sie auch Demonstrationen von rechts, denn an dem Begriff finde ich nichts Verwerfliches, von Pegida in Dresden. Und diese ganzen Sachen kommen zusammen. Wir sehen, es ist Unruhe. Unruhe ist Zeit für Veränderung, meine Damen und Herren. Unruhe ist vielleicht auch unsere Zeit. Und wir haben uns, ich insbesondere, habe mich dann das erste Mal mit Hochschulpolitik beschäftigt. Und das wissen viele nicht. Meine Damen und Herren, allein die Universität Düsseldorf, das Studierendenparlament, verwaltet einen Etat von 6 Millionen Euro. Wir haben 35.000 Studenten, das ist mehr als so manche Kleinstadt Einwohner hat, die wir dort betreuen, auf die wir Einfluss nehmen können. Und ich habe mich dann das erste Mal damit beschäftigt, welche Vorteile sich auch für die AfD daraus ergeben können. Beispielsweise, wir haben einen Anlaufpunkt für Leute, die im ersten Semester studieren. Bedeutet, wir haben Informationsveranstaltungen, Einführungsveranstaltungen. Die anderen
politischen Listen, wir heißen Listen, nicht Parteien im Studentenparlament, die nutzen diese Chance und sagen, Mensch, du bist doch neu bei uns in der Uni, ne? Lass uns mal ein Bierchen trinken gehen. Da kannst du uns mal besuchen kommen, vielleicht machst du ein Praktikum bei uns hier im Landtag von der CDU, fragst du, ist doch cool, oder? Kommst du mit zu uns? Sie sehen, was passiert. Die Menschen werden eingekauft. Man greift auf die Studenten zu. Man überzeugt sie, sich zu engagieren. Diese Chance, die will ich auch für die AfD, denn es ist eine gewaltige Chance. Wir haben das Problem, und das ist Ihnen bekannt, Raumbuchung. Wie leidvoll ist es für die AfD, Veranstaltungen zu organisieren, eine Räumlichkeit zu bekommen. An der Universität, sobald Sie in der Liste sind, mit akzeptiertem Status, haben Sie die Möglichkeit, Raumbuchungen zu vollziehen. Das bedeutet, Sie bekommen Räumlichkeiten. Sie können Infostände machen, Sie sind in der Erstsemesterbroschüre. Zusammengefasst, meine Damen und Herren, Sie genießen recht großen Einfluss. Wie groß der Einfluss ist, das sehen Sie nachher gleich. Dann habe ich mich zusammengefunden, ich habe dann mal mich umgehört, auch in der AfD, ob es denn noch andere gibt, die vielleicht an meiner Universität studieren und die mit mir gemeinsam so eine Gruppe gründen wollen. Und da habe ich einen gefunden, das war der Yannick Noe, der ist jetzt Kreisvorsitzender aus Leverkusen. Und wir zwei zusammen haben uns dann über die sozialen Netzwerke verbunden. Wir haben bei den Burschenschaften angefragt, wir haben bei den Initiativen uns erkundigt, wir haben überall so ein bisschen vorgeführt, auch in den Seminaren im Freundeskreis nachgefragt, ob es Leute gäbe, die mit uns gemeinsam so eine Gruppe gründen will. Und wir haben das nach ungefähr 3 Monaten Organisationsvorlauf auch geschafft, 7 Personen zusammenzufinden. Und meine Damen und Herren, es ist gar nicht so einfach, wenn Sie als AfD-Vertreter versuchen, eine Hochschulgruppe zu gründen, denn Sie brauchen erstmal Rechtsauskunft. Sie müssen erstmal wissen, wie zieht sich der ganze Kahn auf? Was machen Sie eigentlich, damit Sie sowas gründen können? Was ist mit dem Namen? Dürfen Sie sich an einer Universität AfD nennen? Oder ist das zu sehr parteinah, wie in Bayern? In Bayern wäre das undenkbar. Oder nennen Sie sich ganz anders? Das heißt, wir hatten hier Rechtsfragen, die geklärt werden mussten. Wir hatten Organisationsfragen, die geklärt werden mussten. Das bedeutet, Vortreffen machen. Wer macht vielleicht den Vorstand? Wie setzt er sich zusammen? Was sollen die Schwerpunkte sein? Was wollen wir mit der politischen Arbeit in der Universität eigentlich bewirken? Dazu haben wir Vortreffen gemacht und haben in den Vortreffen ein kleines Positionspapier entwickelt. Das werde ich Ihnen nachher mal hier vorne hinlegen, wenn Sie es interessiert, was dezidiert die Forderungen von unserer Hochschulgruppe sind, dann finden Sie das da. Und das führte dazu, dass wir sehr im kleinen Rahmen am 9. Januar 2015 die erste AfD-Hochschulgruppe gegründet haben. Wir haben das nicht im Vorfeld umworben, denn bedenken Sie eines, jetzt wissen die anderen Studentenlisten, die anderen Parteien sozusagen, da formiert sich eine AfD. Ja, wie groß wäre die Häme gewesen, wenn wir nicht die nötige Zahl an Leuten, an Interessenten zusammenbekommen hätten, um eine Gründung zu vollziehen. Heißt, wir haben, und wie groß ist das Störungspotenzial, wie groß wäre das gewesen, um uns zu behindern bei der Gründung. Wir haben das relativ undercover gehalten. Und haben dann mit einer großen Einführungsveranstaltung den Big Bang sozusagen gewagt und haben den Leuten erklärt, Jungs und Mädels an der Heinrich-Heine-Universität, passt auf, jetzt gibt es eine AfD-Hochschulgruppe. Ich möchte Ihnen ganz kurz einen Ausschnitt davon zeigen. Das war nämlich unser erstes offizielles Treffen, wo wir unser Wahlprogramm vorgestellt haben. Und da wird Ihnen sicherlich auch auffallen, warum es relativ schwierig sein kann, an der Uni sowas zu gründen. Meine Damen und Herren. Ich wollte Sie nur kurz zeigen, dass Sie sehen, was los war. Es war eine ganz normale, geplante Veranstaltung. Wir haben Informationsmaterial verteilt, wir haben die Studenten aufgerufen, an unserer Gründungsveranstaltung, an unserer ersten offiziellen Kundgebung teilzunehmen und sich ein Urteil zu bilden, unser Wahlprogramm kennenzulernen. Uns haben sich Horden von Linksradikalen zusammengerottet, die sind über die Bänke gehüpft, die sind über die Tische gesprungen, die haben ihr Bier überall verschüttet. Dann kam die Polizei, weil wir für Ordnung sorgen wollten, weil wir auch bedroht worden sind. Und die Polizei hat diese
Störer des Saales verwiesen. Und wenn Sie denken, damit war es das, dann irren Sie sich. Das war auch Markus Prezell bei unserer Gründungsveranstaltung. Die Personen haben unten vor dem Eingangsbereich gewartet. Sie haben gewartet darauf, sie wollten auch, haben natürlich getrunken, war ja ein Volksfest. Ne? Wenn man einen Kampf gegen Recht zelebriert, muss man darauf anstoßen. Das war eine heikle Situation. Das führte dazu, dass selbst der Hausmeister dann zu uns kam und sagte, sehen Sie zu, dass Sie nicht unten bei den Eingängen vorbeilaufen, die werden Sie lynchen. Das waren 50, bedenken Sie, das waren 50 Leute dann zusammengefasst, die da standen und uns einen draufhauen wollten. Das heißt, wir sind über die Notleitern, über die Notausgänge entkommen und sind und haben die Veranstaltung an einem anderen Ort weitergeführt. Das, meine Damen und Herren, findet statt im Jahr 2016 an einer Universität. Ein Ort der Bildung, des Austauschs, des Gedankenaustauschs. Aber nichtsdestoweniger, sie sorgen damit natürlich auch für entsprechende Presse für uns. Das Uniradio hat davon Kenntnis bekommen, die Zeitung hat Kenntnis bekommen. Wir waren in allen großen Medien und haben es seitdem geschafft, meine Damen und Herren, darauf bin ich wirklich stolz, in diesem Zeitraum von Januar 2015 bis heute einen Mitgliederzuwachs von 171% zu erzielen. Wir haben zu zweit angefangen, waren bei der Gründung 7, heute sind wir knapp 20 Personen, mittlerweile auch einige Ehrenmitglieder, die mittlerweile aus dem Studentenparlament rausgekommen sind. Seitdem haben wir es geschafft, durch provokante, gezielte provokante Aktionen die Schlagzeilen zu dominieren. Wir waren in allen großen Medien, wir waren im WDR, wir waren in der Bild-Zeitung, wir waren beim Express vertreten, wir waren bei Bayerischer Rundfunk, also alle großen Medien haben seitdem Notiz von uns genommen und das insbesondere deswegen, weil wir teilweise doch provokante Aktionen gemacht haben, wie beispielsweise die Burka-Aktion, vielleicht haben Sie davon auch Notiz genommen, wo wir der Heinrich-Heine-Statue, ein Sinnbild der Aufklärung im Übrigen, eine Burka übergezogen haben und die Medien stürzen sich natürlich da drauf und sagen, das ist doch diskriminierend. Die wollen doch Muslime ausgrenzen. Nein, meine Damen und Herren, ich kann dazu immer nur sagen, liebe Medienvertreter, schauen Sie sich doch bitte mal gleichzeitig den Pressetext an, die wir zu dieser Aktion verfasst haben. Da steht nämlich mit Zahlen belegt, warum wir das gemacht haben. Dass nämlich immer weniger gerade türkische Migranten den Weg an die Universität finden, das hat ja Gründe. Das heißt, wir wollten auf Bildungsdefizite aufmerksam machen. Unsere Aufgabe ist es zu provozieren. Und die Aufgabe der Medien wäre es, Kompliment an Sie, die Aufgabe der Medien wäre es im Grunde genommen nachzuhaken, was steht hinter der Aktion? Stand nie im Fokus. Ich hoffe, das ändert sich. Alles hat einen Preis, meine Damen und Herren. Durch das Engagement in dieser Hochschulgruppe sind, und das, da sollten Sie sich nicht wundern, also ich bin mehr oder weniger das Gesicht der Hochschulgruppe, weil die meisten Mitglieder sagen, ist ganz gut, dass das nur einer macht und dass das auf einer Schulter lastet und dass nicht jeder die gleichen vielleicht auch Konsequenzen und Einschnitte zu verbuchen hat. Nach dem ersten Wahlkampf, dazu komme ich nachher gleich, sind gegen meine Person überall im Stadtgebiet Düsseldorf Plakate verteilt worden mit Anschrift, Telefonnummer, meinem Namen, das, was ich so privat mache, wo ich hingehe, mit allem drum und dran und dem gezielten Aufruf an die Nachbarschaft, mir zu zeigen, dass ich in der Nachbarschaft nicht erwünscht sei. Seitdem sind bei mir die Scheiben eingeschmissen worden, man hat die Hauswand besprüht, man hat Klingelterror nachts um drei gemacht, alles erlebt. Vor ein paar Wochen bin ich an die Universität gelaufen, musste Bücher abholen. Da bin ich vor die Straßenbahn geschubst worden. Als ich mich umdrehte, standen da vier Leute hinter mir. Ich habe gefragt, wer es war. Ich sei gestolpert. Sie sehen, es hat Konsequenzen. Und jetzt noch ein anderer Punkt. David, ganz kurz. Ja. Und dafür auch wirklich nochmal auf die Anerkennung, dass du das alles mitmachst. Das ist echt eine Schweinerei. In vielen ist ja eins, aber das ist besonders begehrt. Ja. Danke. Es hat aber auch akademische Konsequenzen. Ich habe jetzt meine letzte Hausarbeit bewerten lassen bei einer Dozentin, die bei der ersten Seminarvorlesung, die ich bei ihr hatte, auf mich zukam und sagte, ach Herr Eckert, bleiben Sie doch mal nach der Stunde bitte bei mir. Das habe ich gemacht, danach sollte ich die Tür verschließen, das habe ich auch getan und dann sagte sie zu mir direkt, das Seminar, der Name war Islamfeindlichkeit. Das ist auch ein spannendes Thema, deswegen habe ich mich da auch reingesetzt. Ich will auch meinen Abschluss machen. Und da sagte sie zu mir, Herr Eckert, ich weiß ja, Sie sind ja im AfD-Landesvorstand, das war damals noch zu seiner Zeit, als ich im Landesvorstand war. Was wollen Sie eigentlich in meinem Seminar? Wollen Sie provozieren? Wollen Sie Ihre Mitglieder rekrutieren? Was ist Ihre Intention?
Und ich habe sie dann ganz entsetzt angeschaut und habe sie ihr gesagt, Frau so und so, wissen Sie, ich muss Module belegen, um meinen Studienabschluss zu bekommen. Sie bieten als Einzige dieses Modul an. Ich hatte auch nicht die Wahl, unabhängig davon ist das Thema auch spannend und wenn ich argumentiere. Und dann sagt sie, nee, Moment mal, Sie wissen ja, warum ich frage. Ich weiß es ja von der AfD, ich kenne ja auch die Position zum Islam, Sie wissen ja, was ich für ein Seminar gebe und Sie wollen noch provozieren. Ich sage, passen Sie mal auf, wenn Sie ehrlich mit mir sind, will ich auch ehrlich mit Ihnen sein. Meine Aufgabe ist es im Grunde genommen die, ich will in diesem Seminar die Argumentationsketten, die Argumentationsmuster, die Argumentationsstrukturen meiner Kommilitonen kennenlernen, die politisch wo ganz anders verortet sind, damit ich in der Diskussion, wenn ich ihnen gegenübertrete, genau weiß, wie ich reagieren muss, damit ich genau weiß, welche Argumente kommen, damit ich mich darauf vorbereiten kann. Ich habe zu ihr gesagt, Ihr Seminar dient als meine Schulung. Da kriegte sie ganz große Augen und wurde ganz hippelig und sagte, dass ich jetzt so ehrlich bin. Ich habe gesagt, Sie wollten eine ehrliche Antwort, die habe ich Ihnen gegeben. Jetzt habe ich meine letzte Hausarbeit eingereicht, meine Damen und Herren. Und zwar eine sehr gute, muss ich wirklich, man darf sich auch mal selber loben. Man darf sich auch mal selber loben. War zum Thema Pegida. Die Note war für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe daraufhin einen Professoren gebeten, sich diese Arbeit anzuschauen. Und er sagte, Herr Eckert, diese Arbeit ist auf akademischem Niveau exzellent, das wäre bei mir eine 1,0. Die Doktorandin hat mir eine deutlich schlechtere Note gegeben. Jetzt habe ich den Fall zum Prüfungsausschuss gebracht und die Universität kann sich einer Sache sicher sein, der Kampf wird gefochten und wir werden uns unser Recht nicht nehmen lassen. Wir werden unser Recht erkämpfen. Nun, ich komme kurz auf das Wahlprogramm. Was wollen wir an der Universität, damit Sie einen kleinen Überblick mal bekommen, wo sind denn die Schwerpunkte, wo sich die AfD in der Hochschulpolitik engagieren kann. Wir haben einmal sehr unispezifische Themen. Das bedeutet, wir haben bei uns zum Beispiel verschiedene Karten. Wir haben einmal eine Mensa-Karte, wir haben eine Bibliothekskarte, wir haben einen Studentenausweis, wir haben eine Kopierkarte, wir haben unzählige Karten. Und unser Vorschlag ist, das kann man doch vereinfachen, in Hamburg kenne ich das beispielsweise, da gibt es nur noch eine Karte. Ist alles drauf, geht. Das heißt, wir haben sehr unispezifische Themen. Wir setzen uns ein für Transparenz. Das gefällt denen im Studentenparlament nämlich gar nicht, dass auf einmal jemand da ist, der mal schaut, was sie da eigentlich machen, wofür die das Geld raufhauen. Dafür habe ich auch ein schönes Beispiel für Sie nachher gleich. Wir haben eine sehr niedrige Wahlbeteiligung an den Universitäten, das begünstigt insbesondere die AfD. Wir haben Wahlbeteiligungen zwischen 8% und 10%. Es ist für neu gegründete Gruppen an den Universitäten für die AfD denkbar einfach, Sitze zu erlangen und Einfluss zu gewinnen. Unser Vorschlag ist es außerdem im Sinne der Transparenz, solche Vorstandssitzungen, Parlamentssitzungen, wie wir dazu sagen, Video aufzuzeichnen und dann bei Facebook hochzuladen, damit die Studenten erstmal wissen, was passiert da eigentlich, weil das ist ein kleiner eigener Kosmos. Unsere Aufgabe ist es, so meinen wir zumindest, denen zu erklären, warum machen wir das. Wir haben bei unserem Wahlprogramm auch gezielt darauf geachtet, und deswegen war die Überschrift des jetzigen Kapitels auch für unsere Studenten nur das Beste. Wir haben auch aus den anderen Listen uns die guten Punkte rausgesucht, weil wir ohne Ideologie Politik machen wollen. Das trifft für die AfD zu, wie auch in der Hochschulpolitik. Das muss unser Anspruch sein. Ideologiefreie Politik für die Bürger, für die Studenten. Deswegen setzen wir uns beispielsweise mit gegnerischen Positionen auch in unserem Wahlprogramm dafür ein, dass wir beispielsweise eine Begründung des Campus vorantreiben. Wir haben aber auch selbstverständlich sehr AfD-typische Positionen. Beispielsweise fordern wir, dass wir die Universität mit der Deutschlandfahne beflaggen. Ich glaube, das ist legitim. Wir bezahlen die Universitäten aus Staatsmitteln, aus Steuergeldern, mit ihren Mitteln. Ich glaube, es ist wie in jedem anderen Land auch, wie es dort eine Selbstverständlichkeit darstellt, sollte es auch bei uns eine Selbstverständlichkeit sein, dass man dann auch das deutsche Hoheitssymbol vor den Universitäten sieht. Und dafür setzen wir uns ein. Dann haben wir den ersten Wahlkampf geführt. Blaue Welle erfasst Uni. Ja, meine Damen und Herren, so einen Wahlkampf an der Universität zu führen, ist hartes Brot. Wir hatten beispielsweise einen ersten Wahltermin, der angesetzt war für den 8. Juli 2016 an der Heinrich-Heine-Universität. Es ging sogar durch die Medien. Aufgrund höchsten Dilettantismus, wir haben auch zum Teil bösen Willen unterstellt, weil die gegnerischen Listen glaubten, dass ich bis zum November nicht mehr an der Uni bin. Ich habe sie eines Besseren belehrt, ich bin noch an der Universität. Hatten wir am 8.7. einen Abbruch der Wahl. Wir hatten also, Sie müssen sich das so vorstellen, wir müssen Unterstützungsunterschriften, wie bei der regulären Wahl für den Landtag, für den Bundestag, Unterstützungsunterschriften sammeln und müssen dann diese einreichen, dann werden wir zugelassen, dann können wir kandidieren.
Nun war es so, dass als die Listen ausgegeben worden sind, als die Wahl schon total am Laufen war und die ersten Leute schon angekreuzt haben, fiel auf, dass die Liste nicht vollständig gedruckt ist. Das heißt, es waren nicht alle Kandidaten auf der Liste drauf, die also auf dem Wahlzettel registriert sein sollten. Es waren die Wahlurnen unbeobachtet, die waren nicht verplombt, jeder konnte da hingehen, konnte reinwerfen, was er wollte. Grob gesagt, es war eigentlich ein Dilettantismus, welcher einer Universität unwürdig ist. Das führte dazu, dass ein neuer Wahltermin angesetzt werden musste für den November letzten Jahres. Und da haben wir es, trotz dessen die anderen uns das nicht zugetraut haben, wieder geschafft, die Unterstützungsunterschriften zusammenzubekommen und haben eine gigantisch breite Bühne. Und deswegen, wenn Sie Studenten kennen, wenn Ihre Tochter, Ihre Söhne, wie auch immer, vielleicht an der Universität sind, geben Sie die Empfehlung, wenn Sie sich engagieren wollen, Sie sollen an der Hochschule Politik für die AfD machen. Sie haben eine Bühne, meine Damen und Herren, das glauben Sie gar nicht. Da gibt es spezielle Radiofrequenzen für die Universitäten. Wir haben hier ein Uniradio. Sie haben eine Aufmerksamkeit in den Zeitungen durch Wahlkämpfe, denn das ist ja noch was Neues. AfD, neue, junge Partei, stellen Sie sich mal vor, da führen die auf einmal einen Wahlkampf wie die Alteingesessenen und erringen sogar noch Mandate. Also Sie haben unheimliche Aufmerksamkeit. Sie können Stände machen. Und das ist für die AfD eine ganz tolle Möglichkeit. Sie können natürlich nicht auf dem Unicampus hingehen, können AfD-Broschüren verteilen. Was Sie aber machen können, ist, dass Sie als Hochschulgruppe der AfD hingehen und verteilen Ihre Broschüre und laden die jungen Leute zu Ihren Treffen ein. Und das ist für uns eine tolle Möglichkeit, denn wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, junge Leute, wie sind die so? Die sind vorsichtig auch teilweise. Die trauen sich vielleicht nicht zum AfD-Stammtisch, weil sie sagen, ja Mensch, da sitzt doch sowieso nur, und welche Internatriebe, da sitzt doch sowieso nur Leute im reiferen Semester. Da möchten wir nicht hin. Zur jungen Alternative wollen einige vielleicht auch nicht, denn da sagen sie, das sind ja die jungen Radikalen, die unfrohen Rechtsradikalen, hat der Spiegel mal getitelt. Es bedeutet, wir als Hochschulgruppen, wir haben die Möglichkeit, auf diese jungen Leute zuzugreifen und die Berührungsängste zur AfD abzubauen. Wir können ihnen zeigen, ihr habt hier mit Leuten zu tun, die wissen, wovon sie reden, die sind ihre Argumente auch bewusst, das sind aber auch nur Menschen wie du und ich und das sind keine Verrückten, das sind Leute, die haben vernünftige Ansichten. Das heißt, das ist unsere Chance. Was bei so einem Wahlkampf, wir kommen dem Ende langsam entgegen, was bei so einem Wahlkampf auf Sie zukommt, das möchte ich Ihnen mal vorspielen. Ich hoffe, dass es jetzt besser klappt. Denn das ist schon, das spricht Bände, wie man miteinander umgeht. Ich muss mal gucken. Ah, weil die Qualität, ich mache vielleicht mal das kurz ab, dann geht es hier über den Laptop. Wir müssen nur zuhören. 53. Sicherheit, Essen und die kulturellen Angebote, das sind drei große Themen der SP-Wahl, aber es gibt natürlich auch noch ein Dauerthema. Wie soll die Politik auf dem Campus aussehen? David Eckert von der Campus-Alternative hat in der Campus-Debatte einen ziemlich schwerwiegenden Vorwurf. Die Regenbogenliste soll ihren Wahlvorschlag sabotiert haben. Mein Kollege Tim Norman hat mit den Beteiligten gesprochen. Tim, worum geht es bei dem Vorwurf konkret? Es geht um einen Manipulationsversuch, der nicht diese Wahl betrifft, sondern die Wahl im Juli. Denn bevor Listen antreten dürfen, das ist prinzipiell so, müssen sie die Unterstützung von 0,1% der Studierendenschaft nachweisen, damit sie überhaupt zur Wahl antreten dürfen. Das heißt, sie laufen vorher mit Listen auf dem Campus rum und fragen nach Unterschriften. Aber natürlich kann man nur eine Liste unterstützen im Vorfeld. Und genau darum geht es bei diesem Vorwurf. Ein Mitglied der Regenbogenliste, Michel Mickey Mommers, hat nämlich für zwei Listen Unterschriften gesammelt. Und David Eckert von der Campus-Alternative hat diesen Vorwurf in der Campus-Debatte so formuliert. Bei der letzten Wahl hat sie für uns Unterschriften gesammelt. Und als wir diese Unterschriften beim Wahlausschuss eingereicht haben, wurde uns mitgeteilt, dass wir wahrscheinlich nicht zugelassen werden, weil wir doppelte Unterstützungsunterschriften auf unserer Liste. Jetzt frage ich dich mal ganz konkret, ist das die Vorstellung von Demokratie, von Umgangsstil, den du pflegen möchtest? Diese Frage richtet David Eckert da an Katharina Sternke, das ist die Vertreterin der Regenbogenliste. Also der Vorwurf ist, dass die Regenbogenliste falsche Unterschriften gesammelt hat und diese dann an die Campus-Alternative weitergegeben hat, sodass die dann sich mit falschen Unterschriften zur Wahl beworben hat. Also starker Tobak, aber stimmen diese Vorwürfe? Ja, spannend. Die Aktion gab es wirklich. Das gibt Michel Mickey-Mommers von der Regenbogenliste auch ganz offen zu. Bei der letzten SP-Wahl, da bin ich auch ganz offiziell für die Regenbogenliste angetreten und habe gleichzeitig mich für die AfD als interessiert vorgegeben und dann einige falsche Unterschriften für die gesammelt.
Also es wurden Stimmen doppelt eingereicht, so dass erstmal in Frage stand, ob die Campus-Alternative antreten darf. Das war nachher, das wussten sie vorher, aber nicht gefährdet. Und was wollte Michelle Baumholz damit erreichen? Ja, sie sagt das eigentlich ganz lapidar. Eigentlich wollte ich sie nur ein bisschen ärgern. Das ist eigentlich alles. Die Campus-Alternative findet das gar nicht so witzig und sieht darin eine Beeinträchtigung der Wahl und findet das undemokratisch. David Eckert nennt das eine Sabotage der Wahl. Was sagt denn Michelle Baumholz zu den Vorwürfen, dass die Aktion undemokratisch war? Sie sieht das weniger als wirklich ernsthafte Sabotage. Sie begründet das damit, dass Listen immer noch die Möglichkeit haben... Sie wissen, worum es geht. Sie wissen, worum es geht. Also, damit hat man zu tun. Man hat Vertreter einer sogenannten Regenbogenliste, das ist übertragen auf das parlamentarische System, eine Partei. Und die Regenbogenliste wollte unseren Wahlantritt verhindern, indem man falsche Unterstützungsunterschriften gesammelt hat, um unseren Wahlantritt nicht nur zu gefährden, sondern zu behindern. Und der Gipfel der Dreistigkeit ist im Grunde genommen für mich, dass man das auch noch im Radio so unverblümt zugibt. Da gibt es auch weitere Ausschnitte im weiteren Gespräch. Da sagt ihr dann, naja, ich würde das jederzeit wieder machen, denn wir haben ja hier nichts verloren, aber naja, was soll's. Damit schlägt man sich an Universitäten rum, da meint man doch, dass da gebildete Leute sitzen, man wird manchmal eines Besseren belehrt. Der Wahlkampf, den haben wir vor allem geführt, nachdem wir trotzdem zugelassen worden sind, weil wir haben das relativ schnell auch erkannt, über soziale Medien, das heißt ganz verstärkt auch über die Facebook-Accounts, auch über YouTube, da haben wir Videos gedreht. Wir haben Informationsstände gemacht, konnten auch relativ viele Leute überzeugen. Und das ist was mich sehr überrascht hat. Ich dachte nämlich beispielsweise, dass der Gegenwind an der Universität, gerade bei so einem Wahlkampfstand, doch gewaltig ist. Die Resonanz war durchaus geteilt. Das bedeutet, es waren einige, die wirklich auf uns zukamen und wollten das auch haben und sagten, wir haben schon viel von euch gehört, zeigt doch mal. Und dann gab es andere, die haben uns angespuckt. Das gab es auch, das ist das andere Extrem. Also es war sehr durchwachsen, im Großen und Ganzen, hat sich für die AfD trotzdem gelohnt. Wir haben einige neue Mitglieder durch den Wahlkampf hinzugewonnen. Und das war so ein bisschen unser Wahlkampf, den wir geführt haben. Sie werden sich vielleicht wundern über die pinke Farbe auf dem Wahlplakat. Ich kann Ihnen nur sagen, wir hatten bei dem Wahlausschuss, da musste man nämlich festlegen, welche Wahlkampffarbe man auf den Plakaten wählt. Dann hat man uns großzügig, wie man war, die Auswahl zwischen braun und rosa gelassen. Ich habe dann gesagt, nun ja, schweren Herzens entscheiden wir uns für rosa. Aber man muss damit spielen, meine Damen und Herren. Man muss auch damit spielen. Das heißt, Protest einmal ganz zart, das ist Tobias Schelli, das ist mein Stellvertreter aus Neuss. Toller Kerl. Wir haben da einen tollen Wahlkampf geführt. Wir haben anonyme Unterstützer gehabt, die unserem Umfeld sicherlich zuzuordnen waren, die auch vielleicht ein bisschen angelehnt an Trump meinten, wir würden auch ganz gut in dasselbe Horn blasen können. Make HHU, Heinrich-Heine-Universität, great again, das war unser Motto. Hat auch geklappt, meine Damen und Herren, wenn Sie sich das Wahlergebnis anschauen. Sie sehen hier das Diagramm, wie das Ergebnis für die Campus-Alternative war. Rund 3,5%, das klingt relativ wenig. Vergegenwärtigen Sie sich aber, dass das der erste Wahlkampf war, den wir geführt haben. Es gab einige Studenten, die kannten uns noch gar nicht. Bedenken Sie den massiven Angriff auch, dem wir ausgesetzt waren und dass auch wir sabotiert worden sind, wo immer es ging. Unsere Wahlplakate waren die einzigen, die überall abgerissen waren. Alle anderen Plakate, die hingen, unsere waren weg. Das heißt, dafür, denn das, wir haben ein besonderes Wahlsystem an der Universität, das Ergebnis, deswegen sage ich es, liegen gigantische Chancen für die AfD hier im universitären Bereich, hat dazu ausgewirkt, dass wir einen Sitz bekommen haben, das war ich, mit einer relativ deutlichen Mehrheit. Und so setzt sich dann das Parlament zusammen. Wir haben ein bisschen Juso, wir haben ein bisschen RCDS, Juso sind also SPD sozusagen, CDU-Linkspartei, ganz stark abgeschnitten, muss man wirklich fairerweise sagen, 13% für Linksextreme an der Universität, das ist ein bedeutendes Ergebnis, denn es sind tatsächlich Linksextreme, das bedeutet, das sind die, die aufgerufen haben, auch gegen mich Stimmung zu machen. Das sind die, die vielleicht auch die Hauswand besprühten. Es sind Extreme. Und die haben auf ihrer Facebook-Seite, das fand ich auch spannend, die Angriffe gegen meine Person beklatscht. Man hat dann auf der Facebook-Seite mitgeteilt, dass bei mir die Scheiben zerschlagen wurden. Man habe einen Gruß an meinem Wohnort hinterlassen. Linksextreme, zwei Sitze, wir haben immerhin einen Sitz. Die parlamentarische Arbeit der AfD, und da kommen wir nämlich zum Ende. Derzeit gibt es eine Koalition aus Linke,
Jusos, also SPD und Regenbogenliste. Regenbogenliste vielleicht, damit Sie mal wissen, was das ist. Das ist eine Queer-Organisation für Homosexuelle, für Transgender, für Gender Studies. Regenbogenliste, die sagen jetzt an der Heinrich-Heine-Universität, wie die 6 Millionen Euro aufgeteilt werden sollen. Aber wir haben ja zum Glück auch noch ein Wörtchen mitzureden. In der Opposition sind vor allem RCDS, LHG, das sind die Liberalen, FDP und wir von der Campus-Alternative stark vertreten. Vielleicht als kleine Information, denn das ist doch ganz spannend. Die Berührungspunkte zwischen AfD oder zwischen uns, Campus-Alternative und RCDS, sind größer als man denkt und in den Sitzungen zeichnet sich eigentlich ein guter Umgangsstil miteinander ab. Das freut mich, man weiß nicht, wie die nächsten Wahlen ausgehen. Und auch der RCDS, das müssen Sie sich vergegenwärtigen in der Hochschuldebatte, denn dann sitzt man wirklich mit den Spitzenvertretern der Listen an einem Tisch, es wird gefilmt, hat dann, als er gefragt worden ist, ob er irgendwelche Sachen ausschließen könnte, hat er gesagt, ich schließe gar nichts aus. Was das bedeutet, überlasse ich Ihrer Interpretation. Was ist unser Ziel mit der Hochschulgruppe? Unser Ziel ist es, vor allem eines zu tun. Wir wollen eine Dienstleistung erbringen. Wir wollen eine Dienstleistung für die Studenten erbringen. Wir wollen ihnen das Leben einfacher machen. Beispielsweise durch die Unicard, einheitliche Unicard. Wir wollen eine Dienstleistung erbringen, indem wir Transparenz herstellen, damit die wissen, was passiert im Studentenparlament. Wir wollen aber auch, und da kommt eine starke soziale Komponente hinzu, und die sollte sich vielleicht auch die AfD, das wäre meine Empfehlung, vielleicht ein Stück mehr vergegenwärtigen. Die soziale Komponente kommt mir persönlich an einigen Stellen zu kurz. Menschen wollen begeistert werden, Menschen wollen ein Gefühl von Gemeinschaft auch erleben. Und das ist unser Ziel. Wir werden jetzt im Februar oder im März gemeinsam den Landtag in Thüringen beispielsweise besuchen. Das sind auch Mittel, die bereitgestellt werden. Das heißt, wir ermöglichen auch den Studenten, vielleicht sogar aus finanziell eher schlechter gestellten Familien, dass sie ein bisschen durch die Gegend kommen. Wir haben letztes Jahr, da waren wir ja noch in der großen europäischen Jugendorganisation von den Konservativen. Da hatten wir beispielsweise auch organisiert, dass Leute, die der Campus-Alternative nahe waren, nach Cambridge fliegen konnten und konnten dort beispielsweise Seminare, Rhetorikseminare, exzellente Seminare im Übrigen besuchen. Das ist unser Anspruch. Wir wollen Schulungen anbieten. Und selbstverständlich, und das wird für Sie als Nordrhein-Westfalen auch interessant werden, wir wollen auch darlegen, dass bei uns auch Chancen für einen künftigen Arbeitsplatz womöglich entstehen. Und damit können wir natürlich auch junge Leute überzeugen. Ich habe hier nochmal was für Sie mitgebracht. Das ist ein kleines Bonbon zum Schluss mehr oder weniger. Und zwar ist das ein Antrag, der jetzt gestellt worden ist, damit Sie mal konkret wissen, worum geht es da in dieser Hochschulpolitik. Das sieht man hinten vielleicht schlecht. Ich lese mal ganz kurz vor nur den oberen Teil. Antrag, der gestellt worden ist, Stellenangebot im Hochschulpolitikreferat mit dem Schwerpunkt Gender. Ausgeschrieben am 30.12. Hier drin heißt es, meine Damen und Herren, das wird jetzt lustig. Der AStA, das AStA Hochschulreferat, fördert die politische Bildung der Studierenden in Bezug auf unterschiedliche Themenkomplexe. Diese Stelle soll eine Anlaufstelle sein, um sich zugleich mit den Themen, Fragen und Problemen rund um Gender beschäftigen. Ich wusste bislang auch nicht, welches Geschlecht ich habe. Wir suchen zur Verstärkung des Referats eine Person für die CIS-Gender, Transgender, non-binäre Geschlechteridentität und Judith Butner, für diese das kein Fremdwort ist. Der Aufgabenbereich umfasst die Organisation von Informationsveranstaltungen, die Vernetzung mit relevanten Gruppen, zum Beispiel Gender-Treffen, sowie die Ausarbeitung von Konzepten in Klammern und im Idealfall auch deren Umsetzung, wie beispielsweise einem Konzept zur Einführung von Unisex-Toiletten auf dem Campus. Außerdem soll das Referat eine Anlaufstelle für alle Personen sein, die bislang von noch keinem autonomen Referat vertreten werden. Aufgabenbereich Durchführung, Aufklärung zu unterschiedlichen Geschlechteridentitäten, Auseinandersetzung mit der Möglichkeit von Unisex-Toiletten und deren Einführung, Anlaufstelle für Transpersonen, Kommunikation, Netzwerktreffen, Anforderungsprofil. Interesse und Erfahrung mit dem Thema Gender im Allgemeinen und nicht-binäre Geschlechtsidentitäten im Speziellen. Gründlichkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit, Kenntnisse im Bereich Geschlechteridentität und immatrikuliert an der Heinrich-Heine-Universität. Meine Damen und Herren, mit dem Antrag
Da hat man natürlich den Löwen gekitzelt. Wir haben sofort darauf zurückgeschossen und haben einen Gegenantrag formuliert. Den habe ich gestellt am 9.01., also gestern. Und zwar Antrag wieder der Gender-Ideologie. Man kann auch sagen, wieder die Gender-Ideologie, beides möglich. Und da haben wir gesagt, das Studentenparlament der Heinrich-Heine-Universität möge beschließen, dass die am 30.12. ausgeschriebene Stelle mit Schwerpunkt Gender mit dem Aster vom Aster zurückgezogen wird. Die finanzielle Vergütung und die finanziell vergütete Stelle ist ersatzlos zu streichen. Unser Vorschlag ist es nämlich der, und dafür sitzen wir auch in dem Parlament, wer Gender-Ideologie betreiben möchte, meine Damen und Herren, wer bin ich denn, jemanden davon abzuhalten? Aber man kann doch nicht die Gesamtheit der Studenten damit belasten. Und das ist eine Ausgabenstelle von 200 Euro im Monat. Im Monat. Das sind 200 Euro, die uns aus der Tasche gezogen werden, wenn jemand wirklich aus purem Idealismus glaubt. Man müsste Gender betreiben. Man müsste sich damit auseinandersetzen, wie kann man denn eine Toilette so gestalten, dass Mann und Frau gleichzeitig draufgehen können. Dann bin ich der Meinung, wer das aus idealistischen Gründen tut, der tut es auch wirklich aus idealistischen, aber nicht aus finanziellen Gründen und der kann das auch ehrenamtlich machen. Das ist meine Überzeugung, meine Damen und Herren. Zweiter praktischer Antrag, wir haben es eben gesagt, wir treten für eine Deutschlandfahne vor den Universitäten ein. Und wie die AfD im Parlament Wort halten wird, so halten wir auch jetzt schon im Studentenparlament Wort. Wir haben den Antrag sofort gestellt, nachdem wir die ersten Sitzungen hatten und setzen uns dafür ein, dass die Universitätsleitung dazu aufgefordert wird, die Universität mit der Deutschlandfahne zu beflaggen. Letzter Tag. Chancen für die AfD. Ich habe es Ihnen eigentlich dargelegt. Das ist eine Zusammenfassung. Wir bekommen an den Universitäten eine wahnsinnig breite Bühne geboten. Über Radio, über Zeitung, über Fernsehen ist es alles möglich, wenn man sich auf das Spiel einlässt. Man muss sich sicher sein, es ist auch mit Konsequenzen verbunden. Aber wissen Sie, meine Damen und Herren, nur durch Mut werden wir die Probleme unserer Zeit in den Griff bekommen. Und das ist unsere Aufgabe, mit Mut und Klarheit voranzuschreiten als AfD. Wir haben hier eine breite politische Bühne und Sie haben eben gesehen an den Wahlentscheidung allein in Baden-Württemberg, dass 19% der unter 35-Jährigen, das sind die, die insbesondere auch vielleicht an den Universitäten sind. Das ist ein gigantisches Wählerpotenzial, auf das können wir zugreifen. Das heißt, wir rekrutieren einmal für die Partei, aber wir rekrutieren auch mit Blick auf die Landtagswahl Arbeitskräfte. Es geht nicht darum bei der Landtagswahl, um wenn die Abgeordneten eingezogen sind, vielleicht den besten Freund aus politischer Gefälligkeit zu engagieren. Wir wollen qualitativ hochwertige Politik machen, meine Damen und Herren. Und für qualitativ hochwertige Politik brauchen wir auch hochwertige, fachkompetente Leute, die als rechte Hand von den Abgeordneten mit ins Parlament gehen. Dafür sind Studenten wunderbar geeignet. Wir bekommen, meine Damen und Herren, Räumlichkeiten an den Universitäten zur Verfügung gestellt. Und die langfristige Perspektive in der Hochschulpolitik für die AfD liegt darin, und das muss unser Ziel sein, dass wir Einfluss gewinnen auf die Budgetierung der Universitäten. Diese 6 Millionen Euro, meine Damen und Herren, mein Anspruch ist es, dass wir als Campus-Alternative, ich vielleicht nicht mehr dann, aber meine Nachfolger, dass die bestimmen, was mit dem Topf von 6 Millionen Euro passiert in Düsseldorf. Und das muss unser Ziel an allen Universitäten sein, dass wir die ideologische Ausrichtung an den Universitäten in andere Schwerpunkte verlagern, dass wir keine Stellen mehr haben von Gender, sondern dass wir Stellen haben, die sich für die Menschen einsetzt und die ohne Ideologie voranschreitet. Und das ist mein Abschluss, meine Damen und Herren. Mit Mut zum Erfolg, wir schaffen das. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, David, für den sehr schönen Vortrag. Ich denke, jetzt aufgrund der vorgerückten Stunde gibt es weniger Wortmeldungen als eben. Das lag aber nicht an dem Vortrag. Trotzdem möchte ich die Diskussion eröffnen. Ja, also erstmal ein ganz hervorragender Vortrag und man kann das ja auch alles im Internet verfolgen, was du für Aktionen machst. Ich gratuliere dir wirklich und zu deiner politischen Standfestigkeit auch und auch zu deiner Konsequenz aus dem Landesvorstand auszuscheiden. Gratuliere ich dir. Aber meine Frage, du hast jetzt über eine Universität sehr intensiv berichtet. Hast du einen Überblick, wie die Situation an anderen Universitäten in Deutschland? Also wir haben aktive Hochschulgruppen an nicht gar so vielen Universitäten. In Göttingen ist eine sehr aktive, die leitet der Lars Steinke. Düsseldorf ist sehr aktiv.
Wir haben aktive Gruppen auch in Bayern, nicht zu vergessen. Die Bayern machen ein bisschen was, nicht so aktiv wie wir, aber machen was. Magdeburg hat mittlerweile auch eine Hochschulgruppe. Da sind die derzeit noch in der Startphase, aber es entwickelt sich was. Und mein Ziel ist im Grunde genommen folgendes, und da arbeiten wir so ein bisschen im Hintergrund. Derzeit lässt es bei mir die Zeit nicht zu, aber es ist die Perspektive bis Ende 2017, dass wir einen Dachverband gründen, von dem Universität, also ein universitäres Netzwerk, ähnlich dem RCDS, auf die Beine stellen. Das muss unser Ziel sein, dass wir ein einheitliches Konterfei haben, dass wir auch einen einheitlichen Namen haben. Sie haben das vielleicht mitbekommen, wir hießen ursprünglich AfD-Hochschulgruppe, jetzt heißen wir Campus-Alternative. Das hatte viele Gründe, auch unter anderem an der Universität, dass beispielsweise die Leute vielleicht doch ein bisschen zaghafter sind, wenn man so verplakativ mit AfD wirbt. Campus-Alternative ist geschmeidiger. Das sind viele Fragen, die geklärt sein müssen. Und unser Ziel ist es, einen Dachverband deutschlandweit auf die Beine zu stellen. Mein Ziel ist es, die Campus-Alternative ähnlich dem RCDS aufzubauen. Gibt es weitere Fragen vielleicht? Ja, wofür man dir eigentlich auch nur gratulieren kann und dankbar sein kann, ist, dass du es ja wieder auch der medialen Berichterstattung über uns als Partei der Abgehängten eigentlich den Vormarsch sehr frech und intelligent ins akademische Milieu vollbracht hast, aus dem Stand heraus. Und das, glaube ich, sollten wir uns auch weiterhin auf die Fahnen schreiben, dass auch akademisches Bürgertum, was an der Uni heranwächst, nicht zwangsläufig links sein muss, sondern dass es auch ein großes patriotisches Potenzial gibt, was du uns Gott sei Dank dort aufscheuchst. Danke. So, weitere Wortmeldungen. Ja, vielleicht noch möglicherweise zum Abschluss. Also erstmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Sehr gut gefallen. Ich fand das sehr beeindruckend, was hier berichtet wurde, soweit ich es nicht auch im Internet mitverfolgt habe. Man kann es, wenn man politisch interessiert ist, in der AfD eigentlich nicht besonders gut übersehen. Das muss man dazu sagen. Man muss schon sagen, es gehört Mut dazu. Das hat der Vortrag ja auch nochmal gezeigt. Was dir da so passiert ist, das ist kein Kindergeburtstag mehr. Das sind schlimme kriminelle Handlungen. Das ist schlimme Bedrohung, dafür haben andere schon das Handtuch geworfen und haben sich von ihrer Überzeugung entfernt. Ich hätte mich allerdings noch ein bisschen mehr gefreut, wenn du auch den Mut gefunden hättest, weiter im Vorstand mitzuarbeiten. Nein, man kann nicht auf mehrere Hochzeiten tanzen. Naja, das hat ja andere Gründe, aber ich kann vielleicht, danke für die Anmerkung und auch für das Kompliment. Ja, meine Damen und Herren, es ist mit Konsequenzen verbunden, aber Sie bekommen auch was dafür. Sie bekommen was dafür, denn gerade meine Kommilitonen, die mit mir die Hochschulgruppe gemeinsam tragen, das ist ja kein alleiniges Projekt. Ich wäre allein ja gar nicht in der Lage, das zu stemmen. Ich habe 20 fleißige Helfer, der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere weniger, die mit mir die Last gemeinsam schultern. Und glauben Sie mir, Sie sind auch wirklich stolz darauf. Das gibt Ihnen auch was. Sie wachsen an solchen Aufgaben, denn wenn Sie wirklich mal krassen Gegenwind bekommen, und die Universitäten haben krassen Gegenwind, dann sind Sie umso stolzer und auch persönlich gefestigter für nach der Zeit, die nach dem Studium kommt. Und ich kann das jedem, der studiert, nur ans Herz legen, sowas zu machen. Es macht auch Spaß. Wenn jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr im Raum sind, dann danke ich nochmal hier, David, und vielen Dank an alle Teilnehmer heute Abend der Vortragsveranstaltung. Wir haben zwei sehr schöne Vorträge gehört und ich hoffe, dass das nochmal einen Impuls gegeben hat für unseren anstehenden Wahlkampf. Unterstützen Sie unsere Direktkandidaten, die sich heute auch hier vorgestellt haben, kräftig. Und beim Rausgehen können Sie noch ein paar Flugblätter mitnehmen. Die können Sie auch Ihren Bekannten oder Verwandten mal in die Hände drücken. Und vielleicht kommt ja dann noch ein oder die andere Unterstützungsunterschrift dabei raus. Vielen Dank und gerne hier noch auf ein Glas weiter sitzen bleiben mit uns. Ja.